sah unterm Strich doch nach einem sehr glücklichen Punkt aus. Ja, das kann man so sehen. Wir haben speziell in der ersten Halbzeit große Probleme gehabt defensiv. Wenn Freiburg natürlich in der Chancenverwertung konsequenter gewesen wäre, denke ich, wären wir heute als Verlierer vom Platz gegangen. Dann gehen wir durch den Standard in Führung und hatten aber die ganze Zeit, über das ganze Spiel, Probleme, unser eigenes Spiel zu entwickeln. Freiburg hat viel mehr Torchancen herausgespielt und deswegen ist ein glücklicher Punkt für uns. Waren die Probleme dem Gegner geschuldet, seiner Überlegenheit? Natürlich, der Geschwindigkeit und dem Können des Gegners. Und von daher denke ich, Freiburg hat eine außergewöhnliche Qualität heute an den Tag gelegt und stehen zu Recht an erster Stelle. Und deswegen denke ich, können wir heute mit dem Punkt gut leben. Und was meinen Sie, auf Ihrer Seite, kann man sich da noch verbessern? Ja, natürlich, das sind wir immer bestrebt. Jetzt musste man heute natürlich auch mal wieder in der Abwehr umstellen. Die zwei Außenverteidiger haben wir in der Form ja auch noch nicht so besetzt gehabt, weil wir ein, zwei Ausfälle hatten. Und die haben das gut gemacht heute. Da ist man ein bisschen variabler wieder für die Zukunft. Aber jetzt wollen wir halt schauen, dass wir vielleicht die 30 Punkte noch ankratzen in den letzten zwei Spielen. Und dann denke ich, dann haben wir ordentliche Arbeit gemacht. Der nächste Gegner ist es der SSV Reutlingen. Was meinen Sie, was Sie da erwartet? Ja gut, muss ich mir natürlich erst über Reutlingen informieren. Reutlingen ist immer schwer, das schöne Stadion dort, Fans unterstützen die Mannschaft hervorragend. Wird ein schönes Spiel werden, wir fahren dahin mit dem Ziel, 3 Punkte zu holen, eventuell einen Unentschieden zu spielen. Wie gesagt, wir sind jetzt glaube ich 7 oder 8 Spiele ohne Niederlage und das wollen wir bis in die Winterpause so beibehalten. Herr Hogenecht, danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Danke.